Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft. Ja, wir bauen diesmal nicht das Haus weiter, nur vielleicht ein paar Sachen hier. Und ja, dann werden wir gleich mal eine Reise starten, und zwar zu unseren Spawn. Ja, zu unseren Spawn, wer es glaubt oder nicht. Und da werden wir dann zu dem Dorf gehen, wo wir noch nie, also wo wir schon einmal waren. Da haben wir etwas abgebaut, vielleicht, wer sich noch daran erinnert. Als wir mit Mel, also als wir mit Mel diese Kuhreise gemacht haben und ich dann weggegangen bin. Und ja, es ist sehr lange her, aber ich wollte da jetzt einfach mal hingehen und dann bereiten wir uns jetzt mal darauf vor, ne? Ich werde dann einfach mal zu unseren alten Spawn gehen, in dieses Dorf und dann mal gucken, was wir da noch so abbauen können. Warum ich meine Meinung jetzt so plötzlich ändere? Wer weiß, wer weiß. Auf jeden Fall wollte ich endlich mal wieder das Dorf da besuchen. Wir haben zwar da hinten auch noch ein Dorf, aber ich wollte ganz gerne ein Dorf besuchen, was wir noch nicht so erforscht hatten. Und wir werden einfach mal mit allem, was wir haben, dahin gehen. Einfach mal so. So. Dann mal los. Ab ins Abenteuer. Vielleicht wisst ihr, welches Dorf das ist, vielleicht auch nicht, aber ihr werdet es auf jeden Fall gleich sehen. Wir können ja auch unseren neuen Weg gleich benutzen hier, den haben wir noch nicht so oft benutzt. Der geht ja hier lang. Und ja, mal gucken, was wir da in diesem Dorf so finden, ob wir da vielleicht ein paar Schätze finden, weil ich weiß gar nicht, ob da eine Kiste war oder sowas. Weil das ist ja auch eine tolle Idee dann. Also nur zur Information, dieses Dorf meine ich nicht, ich meine das Dorf, was da vorne ein bisschen weiter ist. Eine unfertige Brücke. Oh, ein Hühnchen, was gerade vorbeigekommen ist. Und es ist auch, unser Spawn ist ja auch ein bisschen weiter weg von unserem alten Haus auch. Also werden wir ein bisschen brauchen, um dahin zu kommen. Und ich hoffe, ich verirre mich nicht. Ja, Meldonna ist nicht mehr da. Im Moment jedenfalls nicht mehr. Jetzt ist es leider wieder eine Einzelfolge, aber mal gucken, vielleicht machen wir irgendwann mal ein Together mit jemand anderen. Weil bisher hatten wir immer nur ein Together mit Mel gemacht und mit den anderen ja nur ganz kurz Gäste, ne? Aber vielleicht wird es ja auch mal wieder irgendeinen anderen geben. Ach, guck mal, eine Brücke. Einfach mal wieder unsere alte Welt hier besuchen. Wir waren hier echt schon lange nicht mehr und dann können wir sogar gleich nochmal ein Dorf hier besuchen. Ich war da echt schon lange nicht mehr. Ich wollte da einfach mal wieder hingehen. Guck mal hier unser altes Haus. Lang, langes her. Lang, langes her. Gut, und hier ist unser selbst angelegter Wald. Hier war früher gar nichts. Echt unglaublich. Naja. Mal gucken, was wir hier alles finden. So, und da hinten müsste gleich unser Spawn sein. Oh, die Sonne geht unter. Das ist auch eigentlich ganz gut. Da können wir vielleicht einen kleinen Unterschlupf beim Dorf haben dann. Beim Dorf, beim Dorf, beim Dorf haben wir dann Unterschlupf beim Dorf. Gut. Wir haben auch genug Verpflegung zum Glück mit. Guck mal, da ist unser alter Spawn. Da vorne ist unser alter Spawn. Ach ja. Schöne alte Welt. Und da oben müsste irgendwo das Dorf sein. Soweit ich mich richtig erinnere. Ja, guck mal, da oben ist ein Dorf. Ach ja. Und dann gucken wir jetzt mal, wo das Ding denn ist. Also wenn es da überhaupt eine Kiste gibt. Glaube ich jetzt zumindest mal, aber sonst. So, hier sind's. Siehst du, hier sind alle, hier ist alles noch dran. Das wollte ich alles noch haben. Habe ich vielleicht auch mal in einer Folge erwähnt. Wollte ich alles haben. Gut, welches Haus nehmen wir dann zum Unterschlupf? Was habe ich denn? War das ein Dorfbewohner? Wahrscheinlich. Die machen ja immer die Türen auf. Hier haben wir immer alles kaputt. Was ist denn das? Habt ihr das eben gesehen? Das irgendwie. Oder ist das Dreck?
Sieht das jemand? Ein Brunnen. Mal gucken, was, ob wir hier schlafen können. Was ist das denn? Hallo Pasco! Wie kommst du denn in diese Welt rein? Was machst du in meiner Let's Play-Welt? Was machst du in meiner Let's Play-Welt? Aber das ist doch meine Welt. Ich bin doch der Bürgermeister von dieser Stadt. Der Bürgermeister von dieser Stadt, die von Zombies überfallen wird. Ja, kannst du mir vielleicht helfen? Das war lustig, du warst eben. Ja, natürlich kann ich dir helfen. Okay. Hast du vielleicht was zu essen für Natürlich mich? habe ich was zu essen für dich. Mann, dass du hier bist. Ich Danke. wollte eigentlich nur ins Dorf und gucken, ob hier noch etwas ist, aber plötzlich bist du hier. Ich war schon lange nicht mehr Ja. in diesem Dorf. Das ist echt komisch. Nicht nur komisch, das ist katastrophal. Ja, es tut mir leid. Aber egal. Dann macht eben Lord Syro einfach mal hier mit. Ja. Oder eben ich bei ihm, je nachdem. Ja, ich nehme mal hier die Bücher mit. Vielleicht brauchst du die ja. Ja, kann sein. Überall Zombies. Ich gehe jetzt mit Dann werde ich dir mal meiner einen großen. warmen Unterschlupf bringen gleich, ne? Oh, ich habe Angst. Das wird schon alles. Oh, hier ist eine. Ah, hier ist ein. Hier sind ganz viele Zombies an meiner Tür. Schert euch weg von Lord Syros Haustür! Blöde Zombies. Los, komm mit, ich geb dir ein Heim. Ja. Können wir auch gleich mal eine kleine Rundführung machen, was ihr alles hier schon gemacht habt? Brauchst du keine Karotten? Ach, ich hab genug. Okay. Was für eine Alles okay. Überraschung. Einfach so. Wenn du da geradeaus gehst, wirst du die ersten Zivilisationssachen finden, die ich gebaut habe. Dann können wir dir auch gleich mal, wenn wir da vorne sind, ein Schwert machen. Ja, da kommt ein Creeper. Kann sein. Und wie lange bist du schon auf dieser Welt? Na, ich bin nur gerade raufgejoint. Wie gesagt, ich habe gerade die neue alte Spielwelt gemacht. Wow. Bin ich hier. Ich weiß nicht, wie es passiert ist. Verstehe jetzt auch nicht ganz. Wahrscheinlich den falschen Server genommen, hä? Ja, eigentlich wollte ich gerade mit einem Kumpel spielen. Ich weiß nicht, was hier passiert ist. Verstehe auch gar nicht. Eigentlich hat doch der Server, wo ich raufgegangen bin, eine Whitelist. Na dann. Das ist sehr verwirrend. Oh, das mit einer Goldrüstung. Kann sein. Erwartet uns noch jemand? Kann ja sein, dass hier irgendwie plötzlich irgendein anderer kommt, Gronkh oder sowas. Warte, ich gehe zu Gronkh. Nein! Okay, es Gronkh! ist nicht Gronkh. German Sehr Let's froh, dass Play! Gronkh. Zombie. Oh mein Gott. Hier kommen so ein paar Die ganze Spinnen Welt an ist und oder. voller. Was hier sind zwei Creeper. Zwei Creeper-Männer. Creepies. Dabei wollte ich doch einfach nur mal alte Zeiten genießen und mal gucken, was im Dorf so alles los ist. Aua. Aua. Komm, lass uns weggehen, bevor uns die anderen Zombies noch auf die Pelle rücken. Brauchen wir noch Kürbisse? Nö, Nein, nö, die können oder? da gerne stehen bleiben. Okay. Hier siehst du die ersten Sachen. Der selbst Oh, angelegte Wald zum ich Beispiel. hab. Das ist alles selbst angelegt, war alles nur eine Sand, also alles nur eine Graswüste. Okay, YOLO. YOLO, 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 Schnell durchrennen. YOLO. Da hinten ist gleich eine Mauer. Ja, ich habe ein Haus gesehen. Ich sehe dein Haus und es ist eine Dreckmauer. Nein, es ist nicht mehr Dreck. Oh nein. Ha. So, hier. Gerettet. Das ist ein Oh. sehr altes Haus. Also sehr verlassen eigentlich. Es wird nicht mehr benutzt. Okay. Da ist ein Baby-Zombie. Oh Die sind ziemlich hart, die Dinger. Obwohl sie Babys sind. Naja, Lord Zero. Mein altes Haus im Mondschein. pass auf Öff. hinter dir! Nostalgie. Zerstörer. Blödes Mini-Zombie-Ding. Ha, geschafft. In meiner Hand, ey. Na dann. Das sind drei Erfahrungslevel. Betrachte die wunderschöne Pracht eines verlassenen Hauses. Okay, ich werde, darf ich mal hier Ja, reingehen? das ist der unterirdische Garten.
verlassen. Den muss ich jetzt mal alles kaputt machen. Mach gerne. Alles mitnehmen. Aber vielleicht lasst du alles noch ab. Ein bisschen was drin. Natürlich. Nein, nur ein bisschen Kartoffeln. Ach ja. Ach, das waren bestimmt noch alte Zeiten, nicht wahr? Natürlich. Ziemlich alt sogar. So. Für die war das. Das lassen wir noch verlassen, ne? So, jetzt sieht alles noch verlassen aus. Dann lass uns mal ins richtige Haus gehen. Gleich. Vorher noch irgendwelche anderen bösen Wesen kommen. Hier ist die alte Scheune. Die alten Truhen. Ja, sehr verlassen alles. Ich nehme mal gleich eine Eisenaxt mit, wenn ich das darf. Oh, Eier. Wie konntest du denn sowas weglassen? Ja, ich hatte eben schon alle Hände voll. Ne? Also, ich habe alle meine Sachen mitgenommen, die ich hatte. Ne? Der Dachboden ist auch noch hier. Kann man Eier sitzen. Aber es ist ein sehr schönes Haus. Ja, hier sind auch noch richtig viele Eimer und eine Eisenspitzhacke. Jo, und Betten. Auf jeden Fall auch Betten, ja. Ein wunderschönes Haus. Ja, aber ich fand das andere, ich finde dieses nicht so schön, deshalb habe ich ein neues gebaut. Da werden wir dann auch gleich mal hingehen. Welche Folge war das, wo du das noch gebaut hast? Das hier? Als ich das hier fertig gebaut habe? Weiß ich nicht, ja. Folge 20 oder 30? Ja. Das waren noch Zeiten. Ja, Anfangszeiten. Und wo bist du jetzt? Wo sind... Ja, das war der Dachboden jedenfalls früher mal. Okay. Oh, hier sind noch Truhen. Kann ich mir die Knochen mitnehmen? Natürlich, ich nehme alles mit, was du finden kannst. Außer natürlich vielleicht ein paar Sachen, die im Garten sind oder sowas. Ja, es soll ja auch immer noch die Welt vorhanden bleiben. Ja, falls hier irgendjemand einziehen möchte, hat er wenigstens noch etwas und kein ganz verlassenes Haus. Ja. Gut, dann wollen wir mal weiterziehen. Es ist wieder Tag geworden. Ein Nether-Portal. Oh, das macht mir schon ein wenig Angst. Gut, dann nehmen wir mal den Weg, den ich mal gemacht habe. Na gut, dann kommen wir mit bei dem Weg. Gut. Bei den alten. Na, ganz kurz, kann ich ganz kurz zur Kuhfarm gehen? Ja, natürlich. Ah, oh, du hast sogar Schafe gefärbt. Ja, hab ich. Da wusste ich, in dieser Folge wusste ich erst, wie man Schafe färbt. Also, als ich die gemacht habe. Okay. Gut, dann mal schnell zum neuen Haus. Wo lang? Ich kenne mich hier nicht aus. Gut. Können wir gleich mal den neuen Weg benutzen, den ich gemacht hatte. Mhm. Okay, sieht mal nicht schlecht aus. Danke. Ich habe Hunger. Was hast du? Ja, habe ich. Aber ich habe ja zum Glück gebratenes Schweinefleisch dabei. Und noch Kartoffeln. Hier könnte man vielleicht noch so eine Treppe oder so hinbauen. Ja, könnte man. Ich habe den Weg auch noch nicht ganz fertig. Man muss doch über Pflastersteine und so hin. Gut. Ja, gut. Oh nee, ich glaube, es wird wieder Nacht, oder? Kann sein. Also so schnell wie möglich raus. Also so schnell wie möglich rein ins Haus. Ja. Und ich glaube, das können wir jetzt auch sagen. Wir hatten Verbindungsprobleme und so. Also falls euch irgendwie wundert, warum manchmal so ein bisschen... Warum es manchmal ein bisschen in dem Bild stockt, dass irgendwo jemand woanders stand oder sonst was. Ja. Das liegt an Verbindungsproblemen. Ja. Und es kann auch jederzeit wieder auftreten, also... Hier ist der Weg noch nicht fertig, oder? Nee. Hier ist er nur ausgehoben. Ja, merkt man. Wie gesagt, man könnte ja dann später hier noch vielleicht Treppen hinbauen. Ja. Man könnte hier alles noch hinbauen, aber im Moment bin ich ja im Moment noch am Haus, also. Ja. Aber es ist immer gut, offene Projekte zu haben, weil dann weiß man wenigstens noch, was man machen kann. Ja. Also mit Meldon habt ihr ja letztes weiter am Haus gebaut. Und noch ausgeleuchtet und so. Oh nein, es wird Nacht, ich hab so Angst. Komm, erstmal das Essen. Ich beschütze dich. Ich hab eine Spitzhacke und eine Steinschaufel, ja. Die kann man sich gut verteidigen. Oh, hier ist wieder Weg. Okay, da kommen hier schon die ersten Monster. Zombies! Ich kümmere mich um den da hinten. Zombies! Eine Eisenspitzhacke macht 3 oder 4 Schaden. Na dann. Also so schlecht ist es auch nicht. Oh, ich glaube,
Was leuchtet denn da am Horizont? Ja, was ist denn das? Ist das etwa dein Haus? Ja. Wow. Das ist das neu eingezogene Haus. Also ab Ist Folge irgendwie so ein 40 sind wir eingezogen. Mel und ich. Déjà-vu-Gefühl, wenn man ja Déjà-vu. Déjà-vu, stimmt, hat, wenn man ja so oft es schon gesehen hat und auf einmal ist man wirklich in Drin. diesem Haus drinne. Ne? Echt cool, ne? Hast du eigentlich vor, diese Welt mal zum Download freizugeben, wenn sie fertig ist? Könnte ich ja theoretisch machen auf meiner Webseite, ne? Pasco, Ja? wer ist hier gestorben? Ich könnte jetzt Latz sagen, mein Hund, aber ich hab mir nichts dabei gedacht. Okay, Aber mein Hund ist ab ins gestorben. Haus. Ach, mein Hund. Okay. Oh Gott, hier ist Erde drin. Ja, hier ist ein bisschen Warte, was drin. ich habe was Cooles gefunden schon wieder. Gut, Warte, ich habe ein dann. Geschenk für dich. Ja? Oh, aua, Dankeschön. Haushuhn, stirb! Mann. Gut, dann können wir erstmal schlafen, ne? Ja, Und dann gut für werden wir den Bett. Holz für das Haus suchen, würde ich sagen, ne? Gut. Das wird jetzt wahrscheinlich das erste Mal sein, dass ich mit einem Jungen richtig spiele. Also Minecraft spiele. Kein Server, sondern jetzt einfach mal auf diesen Server. Gut. Ja. Dann würde ich sagen, Aua. ist diese Folge erstmal vorbei. Ja, das ist bei diesem Bett so, deshalb will ich auch ein neues Schlafzimmer haben. Okay. Dann ist die Folge erstmal so vorbei. Und dann sagen wir Tschüss, bis zur 93. Folge. Ob Lord Zero dabei ist, wissen wir nicht, aber ich glaube mal schon, je nachdem. Gut, Tschüss, bis zur nächsten Folge. Tschüss.